The Flash. Er gehört zu den beliebtesten und kompliziertesten DC-Charakteren und wird immer wieder als Instrument benutzt, um die Kontinuität innerhalb des DC-Universums zu verändern. Ich bin Nerdcobra und begleitet mich doch auf meiner Reise durch die Zeit mit The Flash. Max Mercury ist einer der interessantesten, aber auch ältesten Speedstars, der über die Jahre für viele zukünftige Speedstars eine Art Mentor geworden ist. Seine Comicreise begann 1940 in National Comics 5, erschaffen von Jack Cole. Allerdings nicht als Max Mercury, sondern als Quicksilver. Mit Quicksilver verbinden die meisten den Charakter Pietro Maximoff, der seit 1964 als Quicksilver im Marvel-Universum durch die Gegend rennt. Über den Charakter Quicksilver wurde fast nichts preisgegeben, außer dass er Supergeschwindigkeit besaß und er den Vornamen Max hatte. Die National Comic-Reihe war vom Publisher Quality Comics, was erst später zu DC Comics gehörte. In der Reihe ist der Fokus nicht nur auf einen Helden, sondern auch auf andere, wie zum Beispiel Wonder Boy oder Onkel Sam. Deshalb bekam jede Figur pro Heft nur ein paar Seiten spendiert, meistens halt kleine Kurzgeschichten, deshalb gab es damals auch nicht die Bomben-Stories oder Plot-Twists, die über mehrere Monate oder Jahre aufgebaut wurden. Quicksilver hatte in dieser Serie bis 1945 insgesamt 45 Auftritte, danach war er quasi nicht mehr relevant. Es dauerte knapp 50 Jahre, bis ein gewisser Mark Waid einen grandiosen Flash-Run hinzauberte und ganz tief im Keller diese Figur rausfischte. Da sie mittlerweile gar nicht mehr die Namensrechte für Quicksilver hatten, nannte er ihn Max Mercury. Er verpasste ihm seine eigene Geschichte und kreierte ihn zu seinem eigenen Charakter. Seine Lebensgeschichte beginnt 1832 als Max Crandall. Max war zu dem Zeitpunkt ein Bote für eine Festung im Westen Amerikas. Außerdem war er ein Freund des Indianerstammes Blackfoot. Wenige Jahre später wurde der Blackfoot-Stamm auf Befehl des neuen Festungskommandanten angegriffen. Der Häuptling des Stammes war gleichzeitig auch ein Schamane. Als er im Sterben lag, sagte er zu Max, dass viele Stammesangehörige gleich von der Jagd zurückkehren und sie gewarnt werden müssen. Mit einer rosafarbenen Substanz zog der Schamane einen Blitz auf Max Brust. Bevor er starb, betete er zum Gott des Sturmes und des Windes. So bekam Max die Kraft der Supergeschwindigkeit. Seit diesem Tag nannte man ihn A.W. Hota oder auch Windrunner. In Impulse Annual 2 hat man noch zusätzlich eine kleine Story mit Windrunner rausgebracht. Jahre später verspürte Windrunner den Ruf der sogenannten Speedforce. Er lief schneller als je zuvor, jedoch zögerte er im letzten Moment und landete in New York. Allerdings im Jahre 1891. Dort machte er sich dann ein paar Jahre als Whip Whirlwind einen Namen, bis er dann wieder durch einen Zeitsprung im Jahre 1921 landete, wo die Leute ihm den Namen Lightning gaben. In seinen 1940er Abenteuern hieß er dann Quicksilver und ab 1948 dann auch endlich Max Mercury. In dieser Ära traf er auch auf Jay Garrick und auf Johnny Quick. Vor allem für Johnny war er zu dem Zeitpunkt ein Mentor. In Impulse 16 wurde auch enthüllt, dass er im Jahre 1948 auch eine Tochter zeugte. Als er die Stadt Manchester in Alabama vor einem Giftbomber rettete, war er so schwer verletzt, dass der Arzt Dr. Claiborne ihn behandelte und bei sich zu Hause aufnahm. Dr. Claiborne war die meiste Zeit weg und Max entwickelte eine sehr, sehr enge Beziehung zu seiner Frau Laura. Als der Doc die beiden erwischte, rannte Max los und machte wieder einen Zeitsprung. Erst 1996 erfuhr er dann von seiner Tochter Dr. Helen Claiborne. Max sprang in die 60er Jahre, zu dem Zeitpunkt kämpfte Johnny Quick gegen Savitar. Max unterstützte seinen ehemaligen Schützling und landete im Zeitstrom. Max konnte den Zeitstrom vor Savitar verlassen und die Flash Family auf den zukünftigen Kampf gegen Savitar vorbereiten bzw. warnen. Das war alles, was über die Vergangenheit von Max aktuell bekannt ist. In den 90er Jahren wurde seine Origin echt häppchenweise veröffentlicht und man bekam immer mal wieder ein Puzzleteil seiner Vergangenheit. Aber kommen wir nun zu dem Moment, an dem Mark Waid Max Mercury wieder in die Flash-Serie einführte, nämlich 1993 in Flash 76. Zu der Zeit gab sich Professor Zoom als Barry Allen aus, Jay Garrick und Johnny Quick holten ihren alten Freund
und Mentor Max Mercury aus seinem Ruhestand, um gemeinsam Professor Zoom zu besiegen. Und auch Wally West konnte er einiges beibringen. Er lehrte ihm die Speed Force und half ihm, seine volle Geschwindigkeit zu erreichen, indem er ihn ermutigte, eine mentale Blockade zu durchbrechen, die er selbst seinen Kräften auferlegt hatte, um sich davon abzuhalten, schneller zu sein als sein Vorbild und Mentor Barry Allen. Danach wurde Max der Mentor des stürmischen und jungen, unerfahrenen Bart Allen. Er lehrte ihm nicht nur, wie er besser und effektiver seine Kräfte nutzen konnte, sondern auch Geduld und die Tatsache, dass er in den meisten Situationen halt nicht impulsiv handeln darf. 2002 steuerte die Impulse-Serie auf ihr Ende zu und vor allem Max Mercury hatte dabei nicht viel zu lachen, denn der Körper von Max wurde vom Flash-Schurken Rival besessen. Rival wurde zwar von Impulse und Jay Garrick besiegt, konnte jedoch mit einer Zeitkapsel fliehen. 2005 in der Infinite Crisis wurde enthüllt, dass Max Mercury ebenfalls wie Johnny Quick und Barry Allen in der Speed Force ist. Sie unterstützten die anderen Helden im Kampf gegen Superboy Prime, konnten jedoch nicht aus der Speed Force entkommen. Aber erst 4 Jahre später in Flash Rebirth wurde nicht nur Barry Allen wieder Teil des DC-Universums, sondern auch Max Mercury. Nach dem Flashpoint und dem New 52 war Max Mercury quasi gar nicht mehr vorhanden bzw. relevant und auch im Rebirth Run von Joshua Williamson spielte er kaum noch eine Rolle. Sein erster Auftritt seit dem Flashpoint war 2017 in Flash 26 und das war sein legendärer Auftritt im 25. Jahrhundert als Statue im Flash Museum. Ab Flash 758 hatte er ein paar Auftritte mehr. Als Barry die Speed Force betrat, stoß er auf Jesse Quick und auch auf Max Mercury. Ab dem Moment war dann auch klar, okay, Max war die ganze Zeit über in der Speed Force. Anfangs sah Barry sie noch als abscheuliche Kreaturen. Die beiden konnten ihn allerdings davor retten, sich selbst in der Speed Force zu verlieren und halfen Barry dann in sein Universum zurückzukehren. Er beschloss jedoch, auch den beiden bei der Flucht zu helfen und endlich ein Teil der Zeitlinie zu werden. Die Flash Family hatte nun auch Verstärkung, um die Legend of Zoom zu bekämpfen. Im August 2021 in Flash 771 sah man Max Mercury nochmal auf einer Seite, allerdings befindet er sich dort im Jahre 1832, das Jahr, in dem für ihn alles anfing. Wie jeder Speedstar besitzt natürlich auch Max Mercury die Kraft der Supergeschwindigkeit, aber kein anderer Speedstar hat sich so intensiv mit der Speedforce beschäftigt wie er. Kein anderer kann Zeitsprünge einsetzen. Zeitsprünge sind keine Zeitreisen. Bei Zeitreisen findet man in der Vergangenheit oder Zukunft sein eigenes Ich wieder, bei Zeitsprüngen ist es nicht der Fall. Allerdings ist nicht bekannt, ob er es gezielt einsetzen kann bzw. wie er bei den Zeitsprüngen die Speed Force verlässt. Dafür braucht man normalerweise einen sogenannten Blitzableiter. In der TV-Serie ist Barrys Blitzableiter seine Frau Iris. Hat man keinen, bleibt man stecken, stirbt und wird ein Teil der Speed Force. Ob er durch seine Zeitsprünge mit Hilfe der Speed Force ein neues Leistungslevel erreichte, ist unbekannt. Aber er ist schneller als Jesse und Johnny Quick, jedoch langsamer als Barry Allen und Wally West. Die Speed Force manifestiert eine Aura um Max herum, die seine Verteidigung nochmals zusätzlich verstärkt. Max' Verbindung zur Speed Force verringerte die Wirksamkeit von Zeit und Alter auf seinen Körper und hielt ihn in einer fast perfekten körperlichen Verfassung, obwohl Max fast 100 Jahre alt ist. Max hat nicht nur ein enormes Wissen über die Speed Force, er ist auch sehr geschickt im Umgang mit ihr und konnte sie für verschiedene Zwecke manipulieren. Beispielsweise konnte er Johnny Quick seine Kraft übertragen, als er am Ende seiner Kräfte war, oder mit Hilfe der Speed Force die Position anderer Speedstars tracken. Er wird von den meisten als Zen Master of Speed oder als Speed Force Experte bezeichnet. Und das zu Recht. Max Mercury ist ein Genie, Mentor, Lehrer und ein sehr cooler Charakter. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und hat euch einen besseren Einblick in diese Figur gegeben. Wenn ja, lasst gerne ein Like da und ein kostenloses Abo, denn Support ist kein Mord und in diesem Sinne bis zum nächsten Mal, eure Nerdcobra.